Wir sprechen heute über einen sogenannten Klassiker. Ich habe ihn schon in der Hand. Das ist ein richtig nices Produkt von Isana. Und es gibt schon eine ganze Weile auf dem Markt. Und was es genau ist und wie ich das Produkt finde, das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über eine Sache, die geht schon ewig bei Rossmann. Ich habe mal gesehen, dass sie so ein bisschen die Aufmachung von dem Produkt verändert haben. Jetzt ist es in so einer glänzenden Verpackung drin, das war es vorher anscheinend nicht. Und das Fläschchen war, glaube ich, ein bisschen voller. Wir haben es jetzt mit 30 Milliliter zu tun. Ich werde hier mal wieder was einblenden, wo du siehst, welche Inhaltsstoffe enthalten sind. Ich habe einzelne Inhaltsstoffe wie Urea, Hyaluron, Panthenol habe ich schon besprochen, Grüntee. Werde ich dir alles mal unters i legen, dass du die Inhaltsstoffe dir mal kurz angucken kannst. Und bei Interesse, wenn dich die Inhaltsstoffe ein bisschen mehr interessieren, kann man ja noch so ein bisschen stöbern. Also ich habe auch immer bei den einzelnen Videos noch Verlinkungen mit dabei, wo du ein bisschen gucken kannst, was diese Inhaltsstoffe so hermachen. Aber so eine Kurzreview über die Inhaltsstoffe findest du ebenfalls unter dem i. Guck sie einfach mal rein. Und ich habe das Produkt über den Leon kennengelernt, weil ich selbst hätte es, glaube ich, auch nicht gekauft. Weil so Age Performance macht dir schon relativ deutlich, das ist nicht für meine Haut. Und das steht hier auch ganz dick drauf, nur für sehr reife Haut. Hier ist nichts drin, was nur für sehr reife Haut ist. Und es lohnt sich einfach, und das habe ich bei so Leuten wie der Shenya oder dem Leon einfach gelernt, es lohnt sich auch andere Produkte mal anzugucken und zu schauen, wie die so, was für Inhaltsstoffe drin sind. Also es lohnt sich immer, sich so ein bisschen auch mit den Inhaltsstoffen auseinanderzusetzen. Ich kann das auch nicht hundertprozentig, aber ich kann schon inzwischen so einen kleinen Teil herauslesen, wo ich ganz froh bin. Auch hier sind keine Duftstoffe enthalten, was eine große Sache ist in der Drogerie. Immer noch, leider schade, weil 90% der Produkte meistens immer noch über Duftstoffe funktionieren. Wie reagiert halt auf Duftstoffe? Und ich meine jetzt nicht die Reaktion auf der Haut, sondern das weckt bei uns Emotionen, Entspannung, vielleicht eine Kindheitserinnerung oder so. Und das hat einfach in diesen Produkten nichts zu suchen. Und das kommt komplett ohne aus. Mit 4,99 € ist es einfach ein guter Preis, kann man nichts sagen. Und ich liebe das Fläschchen. Klar, manche Inhaltsstoffe mögen es nicht, wenn sie wenn sie Licht haben, dann gehen sie einfach kaputt oder wirken nicht so lange und daher müssen sie halt wirklich in abgedunkelten Flaschen verkauft werden. Das haben wir hier allerdings wieder nicht. Und fallt nicht so auf die Werbeversprechen rein. Hier wird so ein bisschen mehr mit Hyaluron beworben und Grüntee. Hyaluron ist zwar enthalten, aber nur das Hyaluronsalz. Du guckst dir mal mein Video zum Thema an. Da muss halt wirklich so ein bisschen unterschieden werden. Wenn man das so ein bisschen mehr versteht, ist auch das Produkt vollkommen in Ordnung und super gut. Mit 4,99 € hat man natürlich einen etwas höheren Preis, was so Isana-Produkte betrifft. Oder täusche ich mich da? Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Bei mir ist es so, und ich erzähle immer so ein bisschen auch in den Videos, wie meine Haut ist. Bin so ein T-Zonen-Kind, fertige Haut in der T-Zone. Die habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr, was die Hormone betrifft, weil ich eine Hormontherapie mache. Und hier ist sie ein bisschen trockener. Da habe ich meistens auch so ein bisschen schuppige Haut. Ist aber inzwischen auch nicht mehr so, weil wie gesagt, Hormontherapie und die verändert so ein bisschen meine Haut auch in die Richtung, wo es wieder in Richtung fettiger geht. Und da funktioniert das einfach sehr gut, weil gerade eine fettige Haut ist meistens so, dass sie eben feuchtigkeitsarm ist. Deswegen fettet sie ja so stark. Deswegen versucht sie ja, das so ein bisschen auszugleichen. Und da sind solche Produkte einfach eine gute Ergänzung. Und Hautpflege muss nicht unheimlich teuer sein. Wenn man genau in der Drogerie hinguckt, findet man eben solche Schätzchen. Und wie gesagt, lasst euch von diesem Age nicht blenden. Das ist nicht für sehr reife Haut, sondern das können wir alle verwenden. Na, also, es ist schon klar, dass je älter wir werden, desto
andere Bedürfnisse haben wir, was die Haut betrifft. Aber wenn wir ein Leben lang mit unserer Haut gut umgehen, sind die Bedürfnisse im Alter nicht wirklich andere. Ja, es wird schon ein bisschen anders, aber nicht so, wie es jetzt zum Beispiel die Werbung uns weiß macht. Ich habe vor kurzem wieder von so großen Marken Werbung gesehen, wo ich mir gedacht habe, mal wieder richtig wahnsinnig tolle Werbeversprechen. Isana würde sich einen Gefallen tun, wenn sie diese Age Performance Sache von diesem Produkt runternehmen, weil Age Performance ist es halt einfach nicht. Es ist nicht für sehr reife Haut. Wir können es alle verwenden und das muss man halt nur wissen. Ich hätte alleine nicht zu dem Produkt gegriffen, weil ich habe es ja einfach auch nicht gewusst. Und ich habe mich früher ja auch nicht mit Inhaltsstoffen beschäftigt, was ich ja heute noch ein bisschen eher tue. Und es lohnt sich einfach, so ein bisschen näher hinzugucken. Kennst du das Produkt schon? Hast du deine Erfahrungen damit gemacht? Schreib das gerne unten in die Kommentare. Auch wenn deine Erfahrungen von meinen Erfahrungen abweichen, so ist es ganz wichtig. Schreib auch das unten in die Kommentare. So kann der Zuschauer abwägen, kaufe ich das Produkt oder kaufe ich das Produkt nicht, weil jede Haut einfach anders ist. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns in den Kommentaren wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!